Wie viele Wettkampfsaisons hast du denn eigentlich gemacht, wenn du sagst, 15 Jahre warst du aktiv, jedes Jahr? Würdest du sagen, ihr beiden betreibt dieselbe Sportart? Ich ein paar ganz anderes Paar Schuhe anhab, als der Paul, was das angeht. Was nervt dich am Natural Bodybuilding? Siehst du, und da fangen die Probleme schon an. Ich hab nicht mehr jeder anstrebt, sich halt so voll zu ballern und dann... Ne, die sollen sich hinten anstellen, die kleinen Jungs, und die Fresse halten. Er tut sogar noch mehr dafür, um dann in Wettkampfform zu kommen. Ich bin absoluter Stoffbefürworter. Was nimmst du eigentlich gerade? Würdest du es bereuen, wenn du jetzt, sag ich mal, mit 50 im Rollstuhl sitzen würdest und weißt... Du schießt am Maul halten, wenn es um Wettkampfsportler geht. Was müsste sich in deinen Augen im Naturalsport verändern, damit du den Sport ernst nimmst und die Athleten? Bei den GmbF-Leuten, guck dir das doch an, das ist Mickey-Maus-Kino. Ich bin jetzt 2 Jahre vegan, 3 Jahre vegetarisch, also 3 Jahre kein Fleisch gegessen. Meinst du, Paul könnte auf Stoff was reißen mit seiner Genetik? Wenn du sagst, es funktioniert nicht, wie erklärst du mir dann das? Ich kann sowas nicht vervollnehmen, weil es sind alles weiche Eier. Was wäre ich, was wär ich für ein Lappen für dich? Es gibt ja sehr lange die Debatte Oldschool versus Newschool, Natural versus Stoff. Und mittlerweile gibt es auch die Veganer, die Bodybuilding betreiben. Paul Unterleitner ist das beste Beispiel dafür. Und sogar Enhanced-Athleten wie Kevin Stütz tragen es aktuell vor. Die Kluft und das Unverständnis beider Seiten ist extrem groß. Und deshalb habe ich gedacht, hole ich mir direkt die beiden größten Jungs, die das vertreten. Einmal haben wir einmal Mr. Heiko Kalbach und den veganen Supernatural-Athleten Paul Unterleitner. Wir werden heute eine Debatte führen, uns austauschen. Ich denke, es wird sehr, sehr interessant. Kurz vorweg, es geht in diesem Video nicht darum, dass der eine dem anderen überzeugt von seiner Ansichtssache. Es soll einfach nur eine schöne Diskussion entstehen und ich bin mega gespannt, was wir heute zu hören bekommen. Bleiben wir erstmal bei Natural versus Stoff Bodybuilding. Heiko, wie lange hast du Bodybuilding betrieben, aktiv? Bodybuilding habe ich angefangen 93 bis 2015 Jahre. Also Wettkampf Bodybuilding. Und danach bin ich natürlich dem Sport treu geblieben, bis heute einschließlich. Aber Wettkampf-Bodybuilding habe ich 15 Jahre betrieben, davon 8 Jahre als Profi. Wie sieht es bei dir aus? Wie kommst du dazu? Beziehungsweise wie lange bist du schon am Eisen? Ich trainiere seit 8 Jahren und habe bis jetzt 2 Wettkampfsaisons gemacht. Also eigentlich seit 2019, würde ich sagen, bin ich relativ aktiv. Wie viele Wettkampfsaisons hast du denn eigentlich gemacht, wenn du sagst, 15 Jahre warst du aktiv? Jedes Jahr? Eigentlich ab 95 jedes Jahr, also 13 Wettkampfjahre. Okay. Nee. Stimmt nicht. Die letzten 2006 hatte ich 11 Wettkampfjahre. Weil in der letzten Vorbereitung hatte ich mich ja verletzt. Würdest du sagen, ihr beiden betreibt dieselbe Sportart? Wir benutzen dieselben Werkzeuge, aber ob wir jetzt dieselbe Sportart betreiben, das ist schwierig formuliert, würde ich sagen, von dir. Warum? Naja, weil ich ja der Meinung bin, dass ich ein paar ganz anderes Paar Schuhe anhab, als der Paul, was das angeht. Ja, Essex und du hast Nike-Schuhe. Wie stehst du dazu? Findest du, ihr beschreibt dieselbe Sportart? Ich stimme Heiko auf jeden Fall zu, dass wir definitiv andere Paar Schuhe anhaben. Okay. Also wir haben eine unterschiedliche Einstellung. Ich glaube, man weiß, dass Heiko von der Hardcore-Oldschool-Schiene ist. Mhm. Ich gehe da, sag ich mal, mit ein bisschen weniger Stress und Ehrgeiz vielleicht auch ran. Mach das, was, also mir geht es auch hauptsächlich um Spaß. Also würde mir Bodybuilding keinen Spaß machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, ob das auch wegen Spaß gemacht, wahrscheinlich schon. Hattest du Bock, dich zu zerstören? Das nicht funktioniert. Ja, ja, genau. Aber mir macht es einfach Spaß, jetzt nicht mehr alles reinzuknallen, so viel Muskeln wie möglich aufzubauen, mich jedes Training komplett zu zerficken, sondern mal da ein bisschen mehr, mal da ein bisschen weniger. Dann habe ich hier mal eben, ich bin in meinem Hauptberuf, ist ja nicht Bodybuilder. Ich verdiene mit Bodybuilding eigentlich kein Geld, sondern mit Social Media. Das, wenn ich mal da ein Video drehe mit dem, dann mache ich mal nur so eine Calisthenics Challenge, dann gehe ich mal irgendwo in Himalaya wandern oder so. Ja. Deswegen für mich ist das eher, sag ich mal, ein Beiding, was sich entwickelt hat. Mein Ziel war es nie, Bodybuilder zu werden. Also waren die Wettkämpfe auch eigentlich nur eine Erfahrung für dich? Auf jeden Fall. Dein Ziel war es, niemals Wettkampfsportler zu werden. Genau. Bei dir war es schon. Siehst du, und da fangen die Probleme schon an. Ich habe da ja das ganz anders wahrgenommen. Ich habe dich ja so wahrgenommen, dass du dich als Bodybuilder verkaufst und dich auch natürlich mit den Jungs von früher oder mit den guten Bodybuildern vergleichst und sagst, dann machst du dasselbe. Eigentlich im Endeffekt das, was fast alle anderen auch sagen, mit denen du so zu tun hast und abhängst. Und ich sage klipp und klar, nee, das sind zwei verschiedene Sportarten, um das mal ein bisschen krasser auszudrücken. King Kalle drückt das nun mal immer alles ein bisschen krasser aus, aber am Ende des Tages bin ich der Meinung, dass ich recht habe, was auch, glaube ich,
das Training zeigen wird, was wir noch vor uns haben. Das mache ich nicht, um dich zu zerstören, sondern dir einfach zu zeigen, dass wir tatsächlich was anderes gemacht haben. Was nervt dich am Natural Bodybuilding? Gar nichts. Nur, dass sie die große Fresse haben und sich in die erste Reihe quatschen wollen. Das nervt mich. Ne? Die sollen sich hinten anstellen, die kleinen Jungs, und die Fresse halten, gut und hübsch aussehen. Das ist ja nicht verboten. Aber sollen sie nicht immer so tun, als ob die ansatzweise mit dem zu tun haben, was die dicken Jungs haben? Oder was sie machen, die dicken Jungs? Ne? Guck dir doch einfach mal die Open Division an, diese Ochsenviecher. Das ist Bodybuilding für mich, für den Kalle. Mhm. Weil bei mir haben sie damals alle so ausgesehen. Oder fast alle. Und deswegen hat sich natürlich auch meine Meinung so geprägt. Ist natürlich für den einen oder anderen, hört sich das verhärtet an, aber so wurde ich erzogen, das ist Bodybuilding. Und alles andere ist Mickey Mouse Kino und mit angezogener Handbremse fahren. Was anderes ist das nicht. Freizeitsport. Okay. Und Paul hat da eigentlich gerade das bestätigt, was ich gerade zusammengefasst habe. Er nimmt das nicht ganz so ernst. Er versucht schon, ein gutes Paket rauszuholen. Es soll ihm Freude machen. Und da in dem Punkt bin ich ganz bei dir, das finde ich gut. Bodybuilding, wenn man das Wort zerpflückt, versucht er, seinen Körper zu bilden, aber in einer ganz anderen Art und Weise, wie wir das vorhaben. Der große Unterschied ist das Mindset. Das ist der große Unterschied, was uns unterscheidet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Paul irgendwie ein schwächeres Mindset hat. Der reißt sich ja genauso den Arsch auf. Wie siehst du das, was er gerade gesagt hat? Nee, also ist es der Unterschied? Ich würde sagen, Naturalsportler würden sich sowieso nie mit offene Klasse Mr. Olympia vergleichen. Danke. Also man sieht ja mittlerweile zum Beispiel an Patrick Teutsch, dass der ja durchaus sogar in der offenen Klasse, auch wenn das definitiv nicht der Olympia in der Globa, nicht nur in Classic Physik, sondern natürlich auch in der offenen Klasse, da schon den Stoffer-Jungs zeigt. Okay. Und Eddie ist mittlerweile Kuberstone. Der war offenen als NPC-Athlet, der war bei der Classic. Nee, der hat offen auch gewonnen. Der hat die offen auch gewonnen. Okay. Stimmt, auf der Dennis James hat der. Alles ja, gut. Ja. Aber ich dachte jetzt an seine erste Pro-Show, die war ja in Rumänien als Classic. Ja, genau, das ist was anderes. Ja. Hab ich unterbrochen? Ja. Ja, und wie gesagt, also ich denke nicht, dass wir uns da irgendwie mit den offenen Jungs von damals vergleichen oder von heute vergleichen, weil das ist eine andere Liga, das kann man nicht abstreiten. Aber der Bodybuilding hat sich ja nicht ohne Grund in eine andere Richtung entwickelt. Es gibt Men's Physik-Klassen, es gibt Bikini-Klassen, es gibt Classic Physik, weil es eben nicht mehr jeder anstrebt, sich halt so voll zu ballern und dann auf so ein jeder hohes Gewicht zu gehen. Jeder strebt einen anderen Look an, sowieso. Ja. Ja, viele sind ja auch nur auch genetisch limitiert und wollen den Sport trotzdem machen. Das sehe ich dann ein. Deswegen kann ich das auch mit diesen ganzen Klassen akzeptieren. Früher habe ich mal gedacht, oh, jetzt die jetzt sich nicht den Arsch aufreißen, die gehen dann in eine kleinere Klasse, weil das eben doch im Mainstream besser zu verkaufen ist, weil Otto Normalverbraucher kann sich mit diesen Leuten eher identifizieren, ja, als wie mit diesen Monstern. Die sind viel zu weit weg. Und Leute, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben, für die ist das, die können das geistig gar nicht umsetzen, was sie da sehen. Und dann kommen natürlich komische Äußerungen von diesen, jetzt von Nichtsportlern. Und von den allen anderen, die dann die kleineren Klassen bedienen, sind ja kleinere Klassen nun mal. Meinst du jetzt Bado, also Men's Physik? Men's Physik, Classic Physik. Mit der Classic Physik habe ich aber auch schon öfters gesagt, das ist eigentlich das, wo ich glaube, dass ich der normale Freizeitsportler einen Bodybuilder drunter vorstellt, der maximal austrainiert ist. Und alles, was drüber ist. Was doch im Alltag okay aussieht. Naja, wahrscheinlich auch nicht mehr, aber alles, was drüber ist, ist Freakshow für die. Ja, ja. So, aber in der Freakshow bin ich halt zu Hause gewesen. Und dann findet ihr nicht dennoch, ihr betreibt denselben Sport, nur der eine knallt sich voll bis oben hin, der andere nicht? Im Endeffekt ja. Klar, also man kann es mit Fußball auch vergleichen. Wir gehen ins selbe Gym. Es gibt einen Profifußballer, gibt einen Amateurfußballer, gibt jemanden, der den Fußball ernster, der den Fußball weniger ernst. Du sagst ja oft, das ist nicht derselbe Sport. Du weißt, warum ich das sage. Das ist halt, genau, weil das ist halt King Kalle, der haut immer mit einer Zaunlatte gerne drauf, um die Leute mal wieder ein bisschen einzunorden, dass sie sich mal alle beruhigen und ihren kleinen Gay-Sport da, naja, ich habe da mal das Bild von euch da, von eurer WG da im Kopf, da denke ich immer, Alter. Und dann muss ich natürlich immer lachen. Ich kann diese Leute dann einfach nicht für voll nehmen. Ne? Erzählen, machen Hokuspokus, machen ihre eigenen Meisterschaften, was ja richtig, man muss sich ja vergleichen. Aber wie gesagt, ihr seid da und wir sind da. Aber wir benutzen dasselbe, irgendwie dieselben Werkzeuge, wie ich eingangs schon gesagt hatte.
Und ansonsten habe ich mit den Leuten keine Probleme. Ne? Solange, wie sie sich mit mir nicht versuchen, auf Augenhöhe, was den Sport angeht, zu unterhalten. Da sind dufte Typen bestimmt dabei. Ne? Also, wie gesagt, ich habe ja den Paul schon kennengelernt. Der kriegt 3 Sätze am Stück zusammen. Der ist nett, der ist ein smarter Typ. Alles cool. Also, so, ne? Aber er dürfte jetzt nicht kommen und sagen, ey Heiko, im Endeffekt ist das doch das Gleiche, was ich mache. Ne? Und dann muss ich ihm das zeigen, was ich nachher auch in meinem... Ich finde sogar, er tut sogar noch mehr dafür, um dann in Wettkampfform zu kommen. Beispielsweise eine Vorbereitung bei einem unterstützten Athleten dauert in der Regel 12 bis maximal 16 Wochen, manche eventuell 18 Wochen, wenn die aus einer guten Off-Season-Ausgangslage kommen. Wie lange hast du jetzt, wie lange macht ein Netti eine Wettkampf-Diät? Da redet man meistens von 30, 40 Wochen. Ja, kommt immer darauf an. Manche lassen nicht mehr so. Meine Off-Season-Form ist ja nie jetzt extrem fett, deswegen, bei mir waren es 16 plus Wochen eigentlich meistens. Ich glaube 16 und dann knapp 20 Wochen bei der letzten Diät. Okay, dann bist du ein Ausnahmefall, aber beispielsweise müsste man den anderen Jungs dann quasi noch mehr Respekt erweisen, weil sie eine Diät... Wofür? Dreimal so lange durchziehen wie wir. Ich habe ein halbes Jahr Diät gemacht, als Schwergewichtler. Okay. Und Reis, Pute, Ruder... Also halbes Jahr auf Season quasi, halbes Jahr... Reis, Pute, Wasser, Huhn... Nichts anderes. That's it. Kann ich das noch nehmen und kann ich das nicht noch nehmen und kann ich das nicht? Nein, nix. Und das ein halbes Jahr. Also, wenn mir ihr Respekt zollen, dann können die das. Okay. Aber ich will das gar nicht. Das ist ja eigentlich dumm, weil du kommst ja, das war ja damals diese Unwissenheit, Dummheit, du kommst ja auch ganz anders in Form, auch mit anderen Lebensmitteln. Man muss ja nicht stumpf reis Brokkoli, Hähnchen essen. Nee. Und das sage ich sogar, wo ich früher denselben Gedankengang hatte, aber mittlerweile weiß ich auch, okay, ich komme auch anders in Form, ich muss nicht stumpf essen. Die Kernaussage ist nicht ganz, ja gut, aber die Kernaussage ist nicht ganz richtig, weil du musst es schon ungefähr so halten. Guck mal, ich musste auch High Carb mich ernähren in einer Diät, um mein ganzes Muskelvolumen zu halten. Mhm. Wenn du jetzt ein 100-Kilo-Athlet bist oder ein 80-Kilo-Athlet oder 120-Kilo-Athlet, das sind komplett 3 Paar verschiedene Schuhe. Du kannst sie nicht gleich behandeln. Und wenn du so einen Brocken willst, dass er sein Volumen behält, dann musst du eine ganz andere Diät fahren. Und da kannst du nicht jetzt mit Hopsasser und Tralala knallhart und fertig. Und wir wollten es auch gar nicht anders. Wir waren bedingungslos. Ich sage ja, Mindset. Wir sind einfach marschiert. Hätte mein Trainer damals gesagt, geh mal raus, friss mal Baumrinde. Dann hätte ich das gemacht. Einfach so, weil ich... Das kennst du ja, Baumrinde. Ne? Keine Ahnung. Ich glaube, bei dir ist es doch einfach so, es gibt ja auch heutzutage Leute, die sagen, okay, ich will nur Reishühnchen, Brokkoli oder was auch immer essen. Einfach, weil es für mich funktioniert, weil es gut planbar ist und dann... Einfache Stellschrauben, die man verändern muss. Kochst einmal, hast direkt 3-4 Mahlzeiten. Ja, erstmal das und dann wird gut verdaut. Genau, das ist eigentlich das Hauptding, weil es leicht verdaulich ist alles. Ne? Als wenn du jetzt anfängst rumzupampern, noch 12.000 Gewürze reinknallst, die dir helfen sollen. Im Endeffekt hilft dir das alles. Ja, alles brutaler Scheiß, geil. Bin auch froh, dass es das gibt, weil sonst würde ja keiner mehr Geld verdienen. Aber, so kann man es auch sehen. Aber es tut eigentlich nicht Not. Okay. Also. Ich finde, es vereinfacht vieles. Absolut. Es heißt ja auch Supplements, zur normalen Ernährung. Ja, genau. Vereinfacht einfach vieles. Viele machen ja den Fehler, so von, die benutzen ja Eiweiß und Aminosäuren als Proteinquellen. Mhm. Ne? Und vergessen, dass das eigentlich sportergänzende Ernährung ist. Die komplette Ernährung daraus zu gestalten, ist auch Bullshit. Aber ich habe zum Beispiel auch am Tag 150 Gramm Proteinpulver. Ich denke quasi meinen halben Tagesbedarf. Na ja, gut, ich würde es heute genauso machen. Ich würde zu jeder Mahlzeit einfach, um die Proteinkurve konstant zu halten, okay, und nicht diese Einbrüche zu haben, so erkläre ich das meinen Athleten auch, okay, immer. Ein kurzes Eiweiß mit einem normalen Eiweiß verbinden. Also aber was ist denn kurz und was ist normal? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Whey-Isolat oder ein Chia-Isolat oder irgend sowas, ein hochgefiltertes Eiweiß, was dem Körper schnell zur Verfügung steht. Ja, okay. Und wenn ich jetzt Fleisch esse zum Beispiel, das Protein, das braucht er 5 bis 8 Stunden, bis es der Körper gespalten hat, damit der Körper mit dem Protein was anfangen kann. Warte. Ja, okay, ist nicht schlimm, mach ruhig weiter. Scheiße, das kann auch wieder nur mir passieren. Erstmal mit Wasser wegspülen. Kaffee umgeschüttet, kurz sauber gemacht, kleiner Break, es geht weiter. Paul, was hältst du eigentlich vom Stoffen, ganz ehrlich jetzt im Bodybuilding? Wie stehst du dazu? Ganz ehrlich würde ich es eigentlich vergleichen mit jeder anderen Sportart. Ich denke, es hat sich so entwickelt. Irgendwann kam halt irgendjemand, der hat da mal gestofft, hat einen Vorteil gegenüber allen anderen. Und dann dachte man sich, okay, warum stoffe ich nicht eigentlich auch, um auch mitzuhalten zu können?
Das hat sich dann wahrscheinlich über die Jahre einfach gepusht und irgendwann waren die, keine Ahnung, bei wie viel Gramm die Woche und haben sich halt dann teilweise erst über die Schäden irgendwann später Gedanken gemacht. Deswegen, solange man es gesundheitlich mit einem Arzt und so weiter abcheckt, wöchentlich oder monatlich Untersuchungen macht und weiß, okay, in 10 Jahren liege ich nicht im Krankenhaus und kann mich bewegen oder im Rollstuhl oder sonst was, soll jeder machen, was er für richtig hält. Ich finde es nach wie vor nicht optimal, sich mit Hormonen irgendwie zu verändern. Und deswegen, solange ich gesund bin, werde ich auch nicht Teste oder sowas erstmal nehmen. Habe ich zumindest nicht vor. Wenn irgendwann mal der Testospiegel so niedrig sein sollte, dass Lebensqualität darunter leidet, würde ich nochmal darüber nachdenken. Was nimmst du eigentlich gerade? Gar nichts, leider. Leider gar nichts. Aber ist dein Testospiegel normal? Nein. Der ist unterirdisch gerade. Weil du so lange wahrscheinlich Medikamente konsumiert hast. Ja, das. Oder wegen deinem Alter aktuell. Ich schätze mal, das altersbedingt. Aber um die Frage mal zu beantworten, wie Paul das gerade gemacht hat: Stoff habe ich angefangen. Nicht, weil es cool war oder weil es keine Ahnung was war, sondern ich wollte das optimale Paket aus mir rausholen. Mhm. Und irgendwann stößt man an seine Grenzen und man weiß aber, dass es weitergehen kann, wenn man unterstützt. Ne? Dass dann so ein paar biochemische Vorgänge im Körper und dann geht die Entwicklung halt weiter. Und man versucht sich ja, der Mensch ist ja immer bestrebt, sich weiterzuentwickeln, jetzt unabhängig vom Bodybuilding auch. Was die Wissenschaft angeht. Man will sich immer weiterentwickeln. Und ähnlich kann man es ja so projizieren in das Bodybuilding. Ich wollte wissen, wie weit kann ich gehen, wie weit kann sich mein Körper entwickeln. Und das hätte ich halt natural nicht geschafft, weil man da relativ schnell an seine Größe stößt. Und ich bin absoluter Stoffbefürworter. Okay. Vielleicht so für Otto Normalverbraucher, so wie Paul das beschrieben hat. Und der Ärzte der Kontrolle, ich habe es übrigens genauso gemacht, also ich war immer unter Ärzte der Kontrolle gewesen, was das angeht. Mhm. Deswegen konnte ich auch so eine Extremstacks fahren teilweise. Ne? Und wenn die dann irgendwie gesehen haben, hier wird was ulkig, dann haben sie gesagt, Kreibach, tritt mal auf die Bremse. Und wenn das wieder alles so cool war, so feuerfrei, so eine Ärzte findest du ja heute nicht mehr. Ne? Ja, ist schwierig natürlich. Und, viele weigern sich, dass du allgemein einfach ein Blutbild machst. Naja, die Schulmediziner, weil die sich damit nicht auskennen. Guck mal, ich kann dir eine kleine Anekdote erzählen von meinem ersten Blutbild bei meinem Professor. Mir wurde ein Professor empfohlen, ja. Der hieß, glaube ich, Freisenhausen. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Er war damals schon etwas älter. Zu dem bin ich hin, sage, ich möchte mal ein großes Blutbild machen. Ich bin Bodybuilder, ich bin Stoff, ich will einfach gucken. Einfach offen. Gemacht, großes Blutbild, keine Ahnung, 12, 14 Röhrchen, was das waren damals. Nächsten Tag geht mein Telefon, Herr Kalber, kommen Sie mal ganz schnell her. Sag ich, was ist denn los? Na, nach den Werten sind Sie eigentlich tot. Schon lange. Okay. Dann bin ich da hingeeiert, haben das selber nochmal gemacht. Da hat er mir gesagt, ist genau das Gleiche. Dann hat er sich damit beschäftigt, was er normalerweise Schulmediziner machen. Er hat gesagt, guck mal, unsere Leute, wir lernen das an Kaninchen und dies und das. Ich habe ja noch nie einen menschlichen Probanden gehabt. Mhm. Sie sind ja der Erste. Und dann hat er meine Organe kontrolliert mit Ultraschall, dies, das, jenes, vermessen, gemacht, getan. Und hat festgestellt, dass die Organe ja komplett gesund sind. Okay. Und eigentlich kannst du, wenn du eins und eins zusammenzählst, wenn du von außen was zuführst, müssen ja deine Werte ansteigen, ohne dass gleich Schäden passieren. Und auf der Basis haben wir dann gearbeitet und so ist ihm dann das auch schlüssig geworden, warum meine Werte im Himmel sind, aber meine Organe alle in Ordnung sind. Und wie gesagt, ich bin diesem Mann sehr, sehr dankbar, dass der da in meiner gesamten Amateurzeit eigentlich ein Auge auf mich hatte. Der wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal den Arsch gerettet. Naja, wenn du weiter so geknallt hättest. Das weiß ich, da habe ich. Weiß man nicht. Über sowas habe ich mir zum Beispiel keinen Gedanken gemacht. Heute ist ja der Unterschied. Heute haben ja die Leute alle vor alles Angst. Jeder hat vor. Oh, dann kann das passieren, dann kann das passieren. Ja, sowas was gab es in meinem Kopf gar nicht. So ich teile diese Meinung, dass man Angst hat, weil. Die Leute so erzogen werden. Ist die Frage, was das Endziel ist, was man bereit ist zu opfern. Wenn wirklich dein Lebenstraum ist. Ja, aber willst du dein Leben opfern? Das kostbarste Gut, was uns gegeben worden ist, ist quasi die Gesundheit, das Leben. Willst du sagen, okay, ich lebe halt nur 30 Jahre, aber dafür bin ich Mr. Olympia? Ist finde ich so, wie wenn das du... Ist ja der Gedanke, also die Kernfrage, die damals gestellt wurde, Kalbach, wenn du wüsstest, du wirst nur 45 Jahre alt, aber du gewinnst den Mr. Olympia-Titel, würdest du das in Kauf nehmen? Die Antwort kennt er beide. Ja, bei dir damals, ja. Und, ich finde, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Ja, und da
guck mal, ich bin ein Junge von der Straße wie du. Ich sehe das alles anders. Lieber ein kurzes, schönes Leben und alles erreicht, was ich wollte. Und wenn ich von meinem Schöpfer stehe, nie sagen zu müssen, oh Mann, hätte ich mal gemacht. Mhm. Das ist für mich immer wichtig. Deswegen habe ich mir über so einen Blödsinn gar keine Gedanken gemacht. Ach, lass die alle labern. Rein, trainieren, fressen, ab die Post, gucken, Ziele stecken, Ziele verfolgen und natürlich die Messlatte immer hochlegen, weil meine Idole waren nun mal keine Paul Unterleitners, das waren die Hennys gewesen damals und solche Leute. Ah, Dorian Yates, weißt du? Und dementsprechend musste ich mich natürlich auch verhalten, weil in meinem Kopf war ja immer drin, ich bin der kleine Heiko aus Cottbus, aus dem Osten, und die sind alle da oben in dem Magazin schon drin. Ich will dahin, also muss ich doppelt so viel tun, weil sonst funktioniert es nicht. Wenn ich nicht doppelt so viel mache wie die, ob das Stoff, ob das Training, ob das Fressen ist, dann klappt das für mich nicht. Und so baut jeder so sein Häuschen für sich auf, was denn in die Richtung fährt. So. Und sicherlich hast du auch so dein Ding, dein Masterplan, um deine Ziele zu erreichen. Aber deine Ziele sind ja, hast du ja selber gesagt, ganz, ganz andere. Und das ist bei mir immer untergegangen. Ich dachte immer, ihr denkt alle, ihr naturalen Veganer, ihr kriegt dasselbe Volumen hin mit eurem Düdel-Düdel-Dü und da und nackt dich rumspringen in der Küche zu dritt. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir eingangs uns unterhalten haben, weiß ich ja, dass du eine ganz andere Philosophie hast. Aber trotzdem. Du dachtest einfach, Paul ist ein Vollzeit-Bodybuilder und sein Ziel ist es, die ganze Zeit sich auf den genau, und labert, das erreicht man mit vegan. Okay. Das war aber so das, du hast auch vorhin schon gesagt, am Anfang des Videos, dass es einfach nur eine Erfahrung für dich sein ist und du ab und an mal Bock auf eine Challenge hast, quasi wieder eine neue Herausforderung, mal wieder noch einen Wettkampf zu machen, aber ja, es ist nicht dein Ziel, ja, Bodybuilder zu sein. Also sonst würde ich unterm Jahr ja eigentlich alles dran setzen. Jetzt habe ich, keine Ahnung, setze mir das Ziel 2025 auf die Bühne, okay. Jetzt ein Jahr strikt Aufbau, jeden Tag Ernährung stimmt, jeden Tag das stimmt, jeden Tag das stimmt, und Lifestyle so umzuschichten, dass ich im Bodybuilding alles rausholen kann. Mhm. Aber das möchte ich einfach nicht. Ich möchte verreisen können, ich möchte auch mal da was essen gehen, cool, ich möchte euch mal, keine Ahnung, mal Ruhe machen oder so. Einen sportlichen Körper. Genau, genauso wie du, ich will da nichts bereuen. Ja, ja, ja. Und meine Zeit, dann sage ich mal, damit absitzen, jeden Tag das Gleiche zu machen und dann mich immer an bestimmte Sachen zu halten. Aber die Grundeinstellung, was er gesagt hat, dass er immer doppelt so viel wie jemand anderer machen möchte, finde ich gut. Und das braucht es auch, um den Sport, voranzukommen. Jetzt nur meine Frage, würdest du es bereuen, wenn du jetzt, sage ich mal, mit 50 im Rollstuhl sitzen würdest und weißt, fuck man, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen, meine Knochen, meine Gelenke sind alle im Arsch und ich habe jetzt eigentlich kein gescheites Leben mehr. Beispiel, naja, aber dafür hätte er ja was gereicht in Vergangenheit. Genau, ja, genau. Oder ja, dafür also, wäre Top 3 oder so. So wie Ronny Coleman den Preis, den er bezahlt hat. Ja, hätte ich den nur nicht bezahlen, weil er hat ja ein Monument geschaffen. Er hat ja seinen Lebenstraum verwirklicht. Er ist ja nach wie vor unangefochten das Größte und Heftigste, was die Welt je gesehen hat in dem Bereich. Und das alles seinen Preis kostet, egal wo im Leben, Paul, das musst du auch noch lernen. Ja. Alles kostet seinen Preis am Ende. Und das ist halt der Preis, den er bezahlen musste. Ne? Ich habe auch keine Ahnung, wie du hier Arthrose in den Knien. Gut, ist vielleicht dem Alter geschuldet, vielleicht dem Sport geschuldet, dafür ist ja so weit alles in mir in Ordnung. Auch Glück gehabt, wahrscheinlich durch den Unfall, den Absprung rechtzeitig geschafft. Aber das sind so Sachen, ich will doch zu Lebzeiten leben und das machen, was ich will. Da kann ich doch nicht sagen, oh Mann, wie sehe ich mit 50 aus? Oh Mann, was ist, wenn ich dann mit 50 oder 60 auf Krücken laufe? Dann ist es halt so. Aber dafür habe ich 60 geile Jahre gehabt und habe vielleicht noch 10 beschissene vor mir. Da stimmt doch das Verhältnis wieder für mich. Mhm. Verstehst du? Ja. Und deswegen ist es mir scheißegal, auch wenn ich jetzt, irgendwann werde ich sicherlich mal ein neues Knie brauchen. Ne? Wahrscheinlich du auch irgendwann mal. Ne? Dann ist es halt so, dann rein die Scheiße, sollen sie machen, ich kann da weiterlatschen. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich kann ja jetzt, ihr wisst seit über einem Jahr nicht mehr ordentlich Beine trainieren, weil ich halt auch wie ein irrer Beinpresse mit 500, 600 Kilo gemacht habe, Squats mit 200 aufwärts. Und jetzt habe ich halt den Preis dafür bezahlt. Schon ich sitze jetzt nicht im Rollstuhl, aber ich kann jetzt nicht mehr Beinstrecker machen ordentlich. Mein Knie ist gefegt, ist im Arsch. Und meistens ist das so, man merkt erst, wie wichtig die Gesundheit ist, wenn man am Abgrund steht. Na, würdest du es denn anders machen, andersrum? Ja, natürlich. Hätte ich das jetzt gewusst, wo ich jetzt mich gerade befinde in Zukunft, na gut, hätte ich ganz anders trainiert. Ich würde niemals so trainieren. Du bist weil dann jung. Wäre ich ja auch jetzt, wäre mein Bein jetzt nicht im Arsch, wäre ich schon längst auf der Bühne wieder. Das ist jetzt der Preis, warum ich jetzt nicht mehr auf der Bühne sein kann, weil ich trainiert habe wie ein Idiot.
Naja, das ja noch nicht. Du bist halt eingeschränkt, aber du bist ja saustark. Ich kann nicht 100% geben im Beintraining. Ja, das ist gut, wie gesagt, da, wenn ich so jung wäre wie du, würde ich vielleicht genauso reden. Aber mir ist ja nicht. Was heißt jung? Ich bin auch nicht 32. Da bin ich gerade mal Profi geworden. Also, jetzt mal ganz im Ernst, mit 32, da ist Club mehr. Alles grüner wie grün. Kommen wir nochmal zurück zum Naturalsport, Heiko. Was müsste sich in deinen Augen im Naturalsport verändern, damit du den Sport ernst nimmst und die Athleten? Na, erstmal, dass auf ihren Wettkämpfen nicht die Hälfte gedopt ist und sich als natural verkauft. Okay. Das, diese Doppelmoral ist ja so, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ich denke mal, in den USA mehr vermehrt als hier bei uns in Deutschland. Ist ja egal wo. In Deutschland habe ich jetzt auch noch keinen gesehen, der das auf mich so gewirkt hat, wäre auf Stoff. Auf der. Ja gut, bei mir, ich war ja auch mein erster Wettkampf 2012 auf der GmbF und da wurde dem Gesamtsieger damals bei den Männern der Titel nochmal aberkannt, weil im Nachhinein haben die eine Haarprobe genommen, glaube ich, war das, wo man das länger nachweisen kann. Und da wurden die ersten zwei oder drei wurden positiv gewertet. Können Sie? Das war dann auch mein Grund, zum, warum ich angefangen habe, auf die dunkle Seite zu gehen. Ja, siehst du, da hast du es ja, da hast du es ja bestätigt. Ne? Die versuchen ja auch durch irgendwelche Mittel. Guck mal, Paul, wo fängt Doping an? Konsum von Eiweißpulver? Nee. Das ist eine Leistung. Das steigert ja nicht deine Leistung. Wenn du Mr. Miami fragst, bei Kreatin. Na, weil deine Muskulatur sich entwickelt dadurch und du wirst stärker. Ja. Gut, Kreatin ist eigentlich, würde ich sagen, schon ein Grenzsupplement, weil ja, es ist auf jeden Fall also, wie das gesagt, mit den meisten Vorteilen. Es geht ja ums Prinzip, William. Wo fängt natural? Natural ist, du stehst früh auf, isst einen Apfel, gehst zum Sport und. Also, du sagst alles, was synthetisch quasi hergestellt wird, wie der Kollege aus Miami, der One Million Day Man. Ja. Da gab es ein Interview mit Paulo. Ja, ich würde sagen, alles. Was synthetisch hergestellt wird. Nee, ich würde sagen, alles, was du in Lebensmitteln nicht bekommen kannst. Oder Kreatin so, ja. Hast du ja auch in Lebensmitteln zum Beispiel. Ja. Sehr, genauso wie Proteinpulver, weiß ja auch nur Erbse oder Milch oder sonst was. Und diese Leute, diese Naturalen, versuchen ja mehr zu konsumieren, damit sie halt besser werden. Mhm. Ne? Selbst Sauerstoff hier, Blutdoping und solche Sachen, das ist ja auch alles. In Höhentraining ist ja auch schon Doping. Ne? Also wie gesagt, ich finde die Debatte eigentlich Blödsinn. Wenn man das auf anabole Steroide eingrenzt zum Beispiel, dann würde es wieder Sinn machen und dann, aber bei den GmbF-Leuten, guck dir das doch an, das ist Mickey Mouse Kino. Ist das nicht für mich. Für mich. Ich rede jetzt nur für mich. Ja, für viele andere ist das erstrebenswert. Ich kann sowas nicht vervollnehmen, weil es sind alles Weicheier, weil sie halt auch so trainieren und dann auch so aussehen. Okay. Da ist doch keiner, wo ich sage, wow, ist nicht einer dabei, nirgends. Ne? Selbst lass sie hart sein, aber dann sehen sie so aus. Na, das ist kein Bodybuilding. Also, wie viel? Also Bodybuilding fängt bei dir auch erst auf über 100 Kilo an. Also nee, wenn die Probleme. Wenn einer mit 85 Knüppel hat, mein Patrick Deutsch, bestes Beispiel mal wieder. Ich finde, er sieht für mich, sieht er für dich auch wie ein Bodybuilder aus? Absolut. Ja. Absolut. Für dich, nein. Schwimmer. Nee, Patrick, der weiß deine enorme Muskelqualität schon auch. Und der wiegt ja auch nur 85 und ja, ist aber halt Knüppel hart. Aber guck mal, für mich, bei dem Bodybuilder muss alles aneinander passen. Okay. Dann ist es ein Bodybuilder. Aber wenn du nur dünn und hart bist oder die kommen ja teilweise noch nicht mal hart, weil sie nicht hart werden können, dann ist das alles so eine halbe nachgemachte Scheiße. Das ist wie so ein Fake-Huhn. Okay, wie leicht Chicken. Trotzdem, weil es sieht ja wieder so aus, als ob der Kalbach jetzt nur hackt. Trotzdem finde ich es gut, dass diese jungen Leute ins Gym gehen und Sport treiben. Mhm. Das finde ich geil, dass die was machen. Ob man jetzt daraus einen Wettkampf machen muss, kann jeder seine eigene Meinung haben. Aber die gehen ins Gym und machen was Sinnvolles in ihrer Freizeit. Das finde ich gut, das will ich mal ganz klar unterstreichen. Also ist nicht, dass ich das alles hasse und keine Ahnung. Es geht nur um die schwachsinnigen Wettkämpfe, weil das ist eine Gaga-Show, ist das. Dazu muss ich dich, glaube ich, nicht fragen. Ich weiß, dass du da absolut anderer Meinung bist, da du auch selbst natural Wettkampfathlet bist, ein paar Shows gemacht hast. Ja, ich denke, jede Sportart hat die Klassen für sich. Also dann ist Natural Bodybuilding die Leichtgewichtklasse oder sonst was. Aber guck mal, du bist ja Natural Bodybuilder, ne? Wir haben uns ja auf das Wettkampfvideo da unterhalten, ne? Genau. So, die anderen Jungs, die neben dir gestanden haben, die waren nicht natural. Genau. So, und trotzdem warst du ja irgendwo von der Linie her und von der körperlichen Gesamtentwicklung
teilweise besser aus wie die. Mhm. Da siehst du doch mal, dass das alles hinten und vorne nicht funktioniert, der ganze Quatsch. Wenn die Jungs richtig, die Stoffis damit ihre Mitstütz, wenn die richtig trainieren und richtig fressen würden, richtig Fleisch reinhauen würden und richtig stoffen würden, dann würde wahrscheinlich auch mal ein Bodybuilder aus dem lernen. Aber da, ja, dass bei jeder Show irgendwelche ne? rumlaufen, die keine das Ahnung, ist das Beschämende so. Dann wieder für mich, dass so ein Typ wie du da denn mehr... Warte, lass mal kurz Sport ausgehen. Ja, absolut. Also das ist ja auch der Anreiz für Naturalsport, dass man sich auf einen Stofferwettkampf stellen kann und trotzdem ein paar abzieht. Ja. Weil, da trotzdem viele denken, okay, ich baller mit Stoff rein, wird schon reichen so. Aber kann ich mir vorstellen, dass das cool ja. ist. Meinst du? Umso beschämender ist es ja für die anderen, die... Ja. Ne? Also da bin ich ganz bei dir. Ja. Meinst du, Paul könnte auf Stoff was reißen mit seiner Genetik? Schwierig zu sagen. Da müsste ich mal ein Jahr mit ihm trainieren, arbeiten. Okay. Dann könnte ich sagen, weil er hat einen dominierenden Arm. Aus den Beinen kann man, glaube ich, was rausholen, bin ich der Meinung. Er ist halt sehr schmal und durch die Größe ist das, weil er auch sehr groß ist, da müsste Fleisch ohne Ende drauf. Also schultertechnisch ist jetzt unterirdisch eigentlich. Ne? Aber wenn da richtig, wenn du das ernst nehmen würdest, und man guckt mal, wie sich die Schultern entwickeln, der Trapez und ob der Rücken weiter rauskommt. Also wie gesagt, die Extremitäten, die sind ja vorhanden. Da ist er genetisch halt auch bevorteilt, ganz klarer Fall. Und wenn man da das richtige Training reinsetzt und mit nur ein bisschen, ich glaube, bei Paul bräuchte man nur ein bisschen unterstützen, weil er ist vom Körpertyp so, das kann man sehen. Mhm. Er sieht nicht gestresst aus, er hat ist nicht dieser Östrogen-Typ, aber er bringt runde, volle Muskeln mit. Und wenn er die vernünftig versorgen würde, mit vernünftigen Nährstoffen und mit den entsprechenden Substanzen, dass das besser gehalten wird und sich entwickeln kann, denke ich mal schon, dass er einen riesen Schritt nach vorne machen könnte, den er natürlich nicht machen will. Das wäre die nächste Frage. Würdest du in Zukunft stoffen und das Maximum aus dir rausholen auf Stoff? Oder siehst du da zu viele Risiken? Weil ich denke schon, wenn du jetzt beispielsweise 1-2 Jahre drauf bist, dass du auch Chancen hättest, in Classic Physik beispielsweise die Pro-Card zu holen. Ja. Wie sieht es da aus? Also, hast du dir Gedanken darüber gemacht? Ich mache mir schon seit 4 Jahren oder so Gedanken. Also seit es in meinem ersten Wettkampf ging, war eigentlich die Debatte da, ob ich irgendwann mal auf Stoff gehen soll oder nicht oder möchte. Mhm. Aber wie gesagt, nachdem mein Hauptziel nie war, Bodybuilder zu sein, war das jetzt eigentlich nie konkreter. Aber ich sage nach wie vor, dass ich es nicht ausschließe. Und vielleicht bekomme ich Bock, dass ich irgendwann mal den Bodybuilding-Lifestyle noch mal krasser angreife. Aber derzeit ist einfach nicht dieser Lifestyle das, was ich präferiere. Du musst dein Leben lang machen, einfach mal zu gucken, 3-4 Jahre, ob es dir Spaß macht, wie du dich entwickelst und wo du dich etablieren kannst. Ne? Ja. Oder du machst es halt noch schlauer, gehst gar nicht auf die Bühne, wirst einer der besten YouTube-Bodybuilder, die wir haben. Davon haben wir ganz viele. Und machst dir so die Tasche voll wie ein Top, die ganze Zeit schon. Ja, so wie ein Top-Profi Verträge kriegt, so verdienst du ja dann als Top-Bodybuilder im YouTube, also als YouTube-Bodybuilder auch dein Geld. Absolut. Wie gesagt, also, machst du ja jetzt auch schon, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ne? Also du würdest da wahrscheinlich sogar mehr Erfolg haben, wenn das jetzt nicht ganz so mit dem Wettkampfkarriere klappt, wie du es vorstellst, aber deine körperliche Entwicklung, guck mal, du bist 23, bis 30 wächst du wie Unkraut, wenn du willst. Ich schwöre dir, komm mal in mein Coaching und hör dir mal meine Thesen und Theorien an. Ja, würde ich Ärger mit Johannes bekommen. aber das ist das, was ich jetzt in dir sehe, ne? Dass man es versuchen könnte auf alle Fälle, weil du ja zu 50% viel mitbringst. Ja, gesegnete Genetik. Ja. Hast du denn, wenn man sagen würde, du würdest jetzt den Schritt wagen, hättest du wahrscheinlich noch dennoch riesen Respekt davor zu Beginn. Hättest du extreme Angst vor den ganzen Risiken, die das mit sich bringt, die ganzen Nebenwirkungen oder was das angeht, bist du locker? Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie es jetzt konkret da aussieht, ob man da speziell Leute dafür mehr gefährdet sind oder weniger. Das weiß man vorher nicht. Also auch wenn jetzt vielleicht auch zum Beispiel die Organe. Es kann nichts passieren, hier sitze ich doch. Ja, du sitzt da und lebst, aber ist die Frage, also wie er schon gesagt hat, dass die Werte so extrem hoch sind und die Organe normal sind, kann in der Situation ja so sein, aber es kann auch in 2 Monaten, 5 Monaten sich ja schnell wenden. Ja, natürlich, gut, aber wenn du jeden Monat einen Check-up machst, dann wirst du schneller rausfinden. Hattest du Angst damals in deiner Zeit? Oder war dir, wie gesagt, scheißegal, ich hab dir nur gehört. Komm, was wolle. Oh geil, da haben sie mir vorgeschlagen. Ey komm, wir machen Ozon bei dir ins Blut.
Oh, geil. Was für Ding? Ozon. Ja, bei dir war es wahrscheinlich so, du warst so ein Mutant und die haben sich daran herumexperimentiert. Wie so ein Tier. Also, ballern wir mal das rein, schauen, was passiert. Ja, jein. Die Ärzte haben sich gefreut wahrscheinlich. Die waren froh, dass sie mir helfen konnten und Sachen ausprobieren konnten. Ja. Ne? Aber es sind halt auch bewiesene Sachen gewesen. Damals, wie gesagt, Ozon wird ja dein Blut abgenommen. Mhm. Dann wird Ozon beigegeben, dann wird es wieder reingeschossen. Okay. Und solche Sachen halt, das ist wie so, ja, wie so eine unterstützende Frischzellenkur von innen quasi. Ne? Und solche Sachen halt, da gibt es schon einige Sachen, die man machen kann und konnte. Heutzutage würde ich zum Beispiel viel Fokus auf gelenkschützende Sachen legen. Ne? Mhm. Diese TB 500 oder BBC 157 Geschichten, die gab es ja damals alles nicht. Ne? Mit solchen Sachen würde ich jetzt schon präventiv arbeiten, wenn ich ein junger Athlet wäre, einfach um mich da zu schützen. Ich würde mir so viel geilen Scheiß reinknallen, einfach um meinen Körper zu schonen, aber damit ich Vollgas geben kann, damit ich halt trainieren kann und Scheibe spielen kann. Weil das habe ich ja geliebt, das hat mir Spaß gemacht. So eine Scheibenberg auf jeder Seite hier, das musste alles krank, für mich selber, nicht für die anderen. Okay. Ich musste für mich selber, das kann man doch im Leben nicht bewegen. Zeig mal her und dann ging's los. Ja, so bin ich ja mal rangegangen, den Scheiß. Und dann hat man Wiederholungen damit irgendwann gemacht und dann... Hat dir Spaß gemacht einfach. Absolut. Bleiben wir auch beim Thema Training. Das wäre das nächste Thema, was ich ansprechen wollte. Wie trainierst du aktuell? Sag mal so deine Split-Sätze, Pausen etc., Wiederholungen. Ich trainiere. Alles durchdacht. Ja, ich trainiere also noch viermal die Woche gerade. Mhm. Immer einen Tag Training, einen Tag Pause oder wie sieht das da genau aus? Ja, manchmal feste Wochentage. Ziemlich feste Wochentage, weil ich ja Kampfsport jetzt nebenbei auch wieder mache. Mhm. Das heißt, Montag Kampfsport, Dienstag Training, Mittwoch Kampfsport. Was machst du am Dienstag? Welche Einheit? Dienstag entweder Rücken oder, also entweder Pull oder Push. Okay, das ist nicht fest, ob als Push oder Pull. Pull hast du dann hintere Schulter? Pull habe ich Rücken, hintere Schulter, Bizeps, Beinbeuger. Ach so, also auch nur Beinbeuger. Das heißt 15 Sätze Rücken, 4 Sätze hintere Schulter, 3 Sätze Bizeps, weil Arme sind die Stärke. Ja. Dann 6 Sätze Beinbeuger. Wie viele Schulter? Hintere Schulter 4. Und generell? Sätze. Für die Schulter sonst mache ich 4 bis 8 pro Training, 6 bis 8. Aber ich hab früher auch mal, ich glaube, 20 Sätze Schultern pro Training gemacht. Aber ja, hat jetzt nicht. Das macht der Heiko wahrscheinlich überhaupt nach Warm-up. Ja, wie sah dein Training damals aus? Kannst du dich noch erinnern, so einen Plan, den du fest verfolgt hast, wie das damals gesplittet war? Ich hab versucht, 4 bis 5 Übungen für die Schulter zu machen. Ich habe meistens mit Shrugs angefangen. Nee, jetzt nicht Schultertraining, sondern allgemein. Dann ach so, Sechser-Split. Sechser-Split, das ist alles einzeln und ein Armtag wahrscheinlich. Genau, Beinbeuger separat, Quadrizep, Rücken, Brust, Schulter, Arme. Wenn du so die Reihenfolge aufziehst, kannst du dich noch erinnern, oder? Na, ich habe so gemacht. Na, Montag? Das war egal. Der Muster kennt keine Wochentage. Ich sag nur damit. Ich hab nur geguckt, dass der Quadrizep weit genug von Beinbeuger entfernt war. Mhm. Und ansonsten habe ich es auch mal ausgetauscht zwischendurch, also die dazwischenliegenden Muskelgruppen. Wahrscheinlich sehr hohes Volumen. Ja. Im Vergleich zu Paul. Sehr hohes Volumen, ja. Kenne ich ja, wir haben ja bereits zweimal trainiert. Also, wie gesagt, Rücken, großer Muskel, da wäre ich mit 15 Sätzen nicht hingekommen. Also Minimum, das doppelt auf alle Fälle. 30 Sätze. Ja, du hast ja auch letztens Volumentraining gemacht vom Tim Gabel, das alte Brusttraining. Wie hat es sich angefühlt? Das war geil. Also ich habe 29 Sätze für die Brust gemacht. Ja. Das ist so davor, dein Style gewesen wahrscheinlich. Davor habe ich so ein bisschen auf Stefan Kienzes Style trainiert, also wirklich nur 2 Sätze pro Übung, aber komplett langsam, extrem langsam, die negative und die positive. Und da haben 2 Sätze ausgereicht, da habe ich nur so 6 Sätze Brustprotraining gemacht. Und jetzt von dem direkt auf 30 Sätze, hat sich aber trotzdem geil angefühlt. Und jetzt mache ich auch für Brust 15, 16 Sätze, was für mich schon recht viel ist. Glaubst du, wenn Heiko zu seiner damaligen Zeit deinen aktuellen Plan befolgt hätte, was Training angeht, er dieselben Erfolge hätte? Ich glaube, Heiko hätte nach dem Training gesagt, so, wann geht das Training los? Wow. So mäßig. Ja, das wäre zu wenig. Also da könntest du wahrscheinlich 2-mal am Tag trainieren. Ich wäre unbefriedigt gewesen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich habe ja teilweise, auch also in meinen Amateurzeiten habe ich ja teilweise 2-mal am Tag trainiert. Ja. Ich hatte ja, wie gesagt, keinen Job und hatte die nötige Zeit gehabt und bin dann früh, also mittags und nachmittags ins Training gegangen. Hab dort meinen Scheiß gemacht und das war saugeil. Also, gerade als junger Mensch, wenn der Körper so voller Energie ist und sich auch schnell erholt und so, das muss man ausnutzen. Also knallen, ballern, weil es hat mich befriedigt. Ich war unbefriedigt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht fast ohnmächtig aus dem Gym gegangen bin. Ohne Scheiß, das war für mich ein Fotzentraining. Das war scheiße.
Jetzt, naja, gut, okay. Nee, das ist kein Training für mich. Wirklich, also kennt man ja die Storys auch aus dem Olympic, dann habe ich halt vor dem Auto gelegen, weil ich es nicht mehr reingeschafft habe oder so eine Dinger. Und mit noch so der Straße. Einfach unterzuckert. Gar nicht, ich habe ja dann das Insulin genommen. Ich war einfach tot. Ja, beim Fressen in der Umkleide eingepennt, einfach Game Over, da war nichts mehr. Das hat mich vom Kopf her befriedigt. Oh, alles richtig gemacht. Meinst du, Paul würde mit deinem damaligen Training, wenn er das jetzt machen würde, aber ohne Stoff weiterhin bleiben würde, noch mehr Erfolge erzielen, wenn er dann nee, da, würde? Weil er gar nicht mehr regenerieren würde irgendwann. Also müsste er, um dein Training durchzuziehen, anfangen zu ballern? Ja. Wie hast du dich gefühlt nach diesem Volumen-Brusttraining, was du letztens abgefilmt hast, mit den 30 Sätzen knapp? Da habe ich mich eigentlich geil gefühlt danach, aber... Muskelkater irgendwie oder Erschöpfung? Ja, Muskelkater auch schon ein paar, vier Tage oder so. Ja, aber ich denke halt einfach, für mich wäre es nicht optimal. Weil ich will mich nicht nach dem Training so fühlen. Wenn ich jetzt, sag ich mal, um 11, 12 trainieren gehen würde, 14, 15 bin ich fertig und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich nur noch rumliegen und nichts machen, weil ich hier so tot bin. Ja. Das wäre für mich nicht optimal. Das wäre die Philosophie von uns, wo ich wieder, ne? Ja. Fressen, schlafen, Chemie. Ja. Paul, was sind denn eigentlich deine Vorbilder? Außer Arnold, das wissen wir, das ist ja, ich denke mal, als Bodybuilding-Ikone dein Vorbild. Hast du noch weitere Vorbilder? Ich war tatsächlich nie so, dass ich mir, sag ich mal, Poster oder Bilder von ihm angeschaut habe und gesagt habe, okay, genau so will ich ausschauen. Okay. Also ich war da gar nicht so fokussiert drauf, mich irgendwie an anderen nicht aufzugeilen, aber mir ein Beispiel zu nehmen, sondern ich wollte einfach für mich muskulöser werden, habe mich da natürlich ein bisschen inspiriert, von YouTube gelernt, wie derjenige trainiert, wie derjenige trainiert, was man so machen kann. Hattest du ein YouTube-Vorbild damals? Boah, ich hab die Fitness-Szene halt geschaut. Misha Janitz, Tim Gabel. Die Standard-Jungs. Ja, Karl. Von damals. Genau, so ist es. Und da hab ich einfach geschaut, was die machen. Hab mir meinen eigenen Brei zusammengemischt, hab ausprobiert und hat dann mit der Zeit natürlich adaptiert und hat ganz gut funktioniert auf jeden Fall. Was bedeutet für euch beide denn die perfekte Optik im Bodybuilding? Heiko. Wenn du was bedeutet für dich die perfekte Optik im Bodybuilding? Hast du einen, wo du sagst, okay, beispielsweise Coleman, dann ist so, für mich so die perfekte Optik. Was bedeutet das für dich im Bodybuilding? Kannst du auch ein Beispiel nennen, wenn du sagst, das Coleman, ist Perfektion. Coleman sah schon für meinen Inbegriff von Bodybuilding extrem geil aus. Der sah aus wie mit Fleisch beworfen von oben bis unten. Das sah so weltfremd, so außerirdisch aus, gerade wenn er mal so Gastrostelle hatte und so ein bisschen auf war, die Hosen ausgefüllt hat und solche, das war alles krank. War wie sieht es bei dir aus? Ist jetzt egal, ob Stoff oder Natural, einfach perfekte Optik im Body. Ich würde sagen, vom Look her so ein bisschen Frank Zane Style. Ich also weiß nicht, wie groß er, wie viel er gewogen hat. Aber ich finde, vom Look her sieht der cool aus. Der ist nicht zu extrem muskulös. Ästhetisch, ja. Der ist jetzt nicht natty. Ja. Hat nicht den natty-Look, sondern ein bisschen drüber. Aber jetzt, der wäre heute eine schöne Classic Physik, würde ich sagen. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen schmale Classic Physik. Also ob der jetzt bei den Profis mithalten würde, glaube ich nicht. Ja. Bei Mr. Olympia zumindest nicht. Aber, aber von der Linie her war der einfach gut. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Wobei auch bei Heiko, ich finde das auch spektakulär. Ja, Coleman ist halt ein krasser Freak. Es sieht geil aus, muss man schon sagen. Für aber die Detailentwicklung bei diesem Volumen, das ist... unglaublich, da gibt es ja Bilder, da sieht er aus wie so ein Schokoladen-Osterhase, Alter. Und mit Streifen drin. Das ist brutal. Ich würde mal sagen, da war jetzt ja. Und er ist ja noch sehr intelligent dazu, kommt er noch dazu, was ja das Klischee wieder eigentlich nicht bedient, dass Bodybuilder doof sind. Und wer sich mal die Doku angeschaut hat auf Netflix, da kann er sehr, sehr viel über diesen Menschen lernen oder dazulernen. Und wie gesagt, auch wie er jetzt mit dem umgeht. Er ist ja nach wie vor ein Champion. Und super Entertainer. Er geht und Geschäftsmann. Und Geschäftsmann. Ne? Latscht da rein, macht früher 4, 4.30 Uhr sein Metroflex Cut Track Gym. Geil, einfach geil. Der Typ ist geil. Finde ich gut. Sehr schön. Ich würde sagen, wir sehen auf jeden Fall klare Unterschiede zwischen dem Natural Bodybuilding und dem Nicht-Natural Bodybuilding. Paul, kannst du jetzt nach dem ersten Kapitel quasi den Heiko mehr nachvollziehen, mehr verstehen, seine Ansicht zu der ganzen Thematik? Also grundsätzlich kann ich eigentlich jeden verstehen, der mir seine Meinung irgendwie klar verdeutlichen kann. Das war eine andere Zeit damals. Mhm. Heiko hatte das Ziel, der krasseste Bodybuilder der Welt zu werden. Und dass er dafür einiges in Kauf nimmt, ist verständlich. Wie ein Fußballer, der dann auch sagt, okay, nächste Woche ist Champions League, ich habe noch einen Faserriss, ich muss mir das und das reinknallen, damit ich noch ready wird. Ja.
und muss halt jeden Tag hart trainieren. Mhm. Hat der Heiko auch gesagt, okay, ich nehme alles dafür in Kauf. Auch wenn es nur bis 45 geht, ich will Champion werden und dafür ist die sportliche Leistung auf jeden Fall anzuerkennen. Und ja, wenn man sich ein Ziel setzt und dafür hart arbeitet, ist es auf jeden Fall eine geile Sache. Auch jetzt die aktuelle Ansichtssache kannst du jetzt wahrscheinlich dann auch besser nachvollziehen. Ja, ich kann verstehen. Hat dich, glaube ich, einfach falsch eingeschätzt, was das angeht von deinen Videos. Ja, es ist immer schwierig. Das Problem, dass er immer nur schwarz und weiß sieht. Ja, also ich kenne sie auch von meinen Eltern, die sind noch ein bisschen jünger als du, aber... also gar nicht mal so viel. Aber ich kann schon verstehen, dass wenn man damals was anderes mitbekommen hat, dass es natürlich nicht so einfach ist, mit der Zeit zu gehen. Wenn wir 50, 60 sind, werden wir auch noch ein bisschen in der Vergangenheit wahrscheinlich hängen und noch andere Einstellungen, andere Dinge gesehen haben, mitbekommen haben. Und deshalb, dass man den Trend, der jetzt eigentlich so jetzt erst die letzten 4-5 Jahre mit vegan, natural Bodybuilding und so nicht so ganz verstehen kann, ist klar. Kannst du denn jetzt, nach dem ersten Kapitel quasi, das natural Bodybuilding ein bisschen mehr verstehen, nachvollziehen? Nö. Das Einzige, was ich kann, ist, ich respektiere es nach wie vor, dass es das gibt neben mir. Aber verstehen tust du es immer noch nicht, warum man das macht. Warum man mit angezogener Handbremse die gleiche Zeit aufwendet, von der Lebenszeit her, die man im Gym verbringt täglich. Und mit angezogener Handbremse, das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Das zieht sich, da bin ich zu doof hier. Ich denke, jeder, der Natural Bodybuilding betreibt, hat nicht das Ziel, ultimativ damit Geld zu verdienen. Mhm. Also man kann ja auch sagen, wenn du jetzt kein Influencer bist, und einfach als Athlet verdient man sowieso kein Geld. Ja, außer du bist Social Media betreibt. Also so ein Urs oder ein Chris Bumstead, das ist eine andere Liga. Aber hier werden immer so Sachen vermischt. Naturale Sportler, das sind die, die hier reinkommen, hier ihr Ding machen. Alles gut. Und dann Probleme. Aber die sollen ja nicht anfangen, von Wettkämpfen zu faseln und, oder größere Leute anfangen einzuschätzen. Das ist das Problem dabei. Die sollen natural werden, die sollen hier Spaß haben, die sollen trainieren, die sollen ihre Freizeit sinnvoll gestalten. Aber die sollen es beschissen im Maul halten, wenn es um Wettkampfsportler geht. Das ist es ja auch. Einfach. Für die ist, würde ich sagen, Wettkampf ein Hobby. Also für die Bodybuilder, die krass auf Juice sind, die haben ein klares Ziel, dass sie, wenn sie Wettkämpfe machen, an die Spitze wollen. Ich denke, die Naturalsportler haben da andere Ziele, machen das aus Hobby, aus Spaß. Alles richtig, aber ich als Pro oder Männer Primetime, ich bin ja auch nicht zu denen gegangen, was machst du da für den Spaß denn? Ne? Aber die stellen sich zu uns und urteilen über uns. Ja, mit Stoff würde ich genauso aussehen, so die Metaphern, die sie alle reinschmeißen, diese sinnlosen. Ne? Das ist Bullshit, das war mit Stoff genauso aussehen. In 500.000 Jahren oder in 7 Leben würden die nicht so aussehen, ne? Weil sie einfach nicht die Eier dafür haben. Oder die Genetik, oder. Sie spielen so viel. Klar, aber viele Faktoren. Alle in einen Topf werfen. Nicht jeder, ein Nitti, die Wettkämpfer, sagt sowas. Deswegen sage ich ja. Aber bei Kalle ist halt so, schwarz und weiß, in der Grauzone gibt es nicht viel bei mir. Und deswegen hört sich bei mir immer so krass an, wenn ich gegen die Leute was sage. Mhm. Ne? Aber so bin ich halt. Wer es nicht mag, hört mir nicht zu. Und die, die es feiern, die feiern es halt richtig, dass auch mal einer seine Meinung klipp und klar sagt dazu und nicht rumschmult oder um heißen Brei redet oder irgendwie versucht eine Schleife um jeden Satz zu binden. Das bin ich halt nicht. Ne? Ich habe Ecken, Kanten, ich sag dir auf den Kopf zu, wenn ich es scheiße finde und dass ich damit nichts anfangen kann. Finde ich auch gut. Deswegen, das macht dich ja auch zu dem, was du bist. Dafür stehst du ja auch, bist ja auch bekannt. Ich finde es aber auch gut, dass du quasi, er sagt nein, er kann es immer noch nicht verstehen. Ich finde es aber auch korrekt, dass du sagst, ey klar, ich bin offen für alles. Mein Sichtfeld ist ein bisschen weiter bei mir. Paul ist ja auch der Sympathischere von uns. Bei mir gibt es mehr als Schwarz-Weiß-Denken. Das auf jeden Fall finde ich cool, dass du trotzdem deiner Meinung festbleibst. Finde ich stark, auf jeden Fall. Ja, da nichts mit Einklingen zu tun. Um jemanden zu gefallen jetzt. Ich bleibe bei meiner Meinung und bin fertig. Ne? Ja. Ich stell mal vor, ich hätte jetzt meine Meinung in dem Gespräch geändert. Was wäre ich, ja wär ich für ein Lappen für dich? Das ist auch, ja, das war aber auch nicht mein Ziel. Ne? Mein Ziel ist einfach, dass wir beide Thematik uns anhören, dass eine geile Diskussion entsteht. Und nicht, dass du, habe ich am Anfang gesagt, ich will hier nicht zum Stoffen überreden, ich will auch nicht dich überreden dazu, dass du Natural Bodybuilding jetzt toll findest. Ich kann den Paul viel besser verstehen jetzt, weil ich ganz seinen Input von seinen, persönlich, ja, von seinen Zielen habe. Und deswegen ist alles grün mit uns. Ne? Und finde das auch gut, dass das Gespräch stattgefunden hat, auf jeden Fall. Erstmal danke an der Stelle. Zusammengefasst entscheidet natürlich der Typ Mensch, welche Ziele man verfolgt. Der eine verfolgt
der beste Bodybuilder der Welt zu sein. Der andere verfolgt sein Ziel, einfach fit zu sein, mal neue Erfahrungen zu sammeln in vielen Bereichen, wie zum Beispiel im Wettkampfsport, aber es war nie ein Ziel, Bodybuilding zu sein. Dennoch finde ich, ist es wichtig, dass man beiden Parteien hier Respekt zollt. Beide sollten mit Respekt behandelt werden. Er für seine damalige Leistung, auch wenn er jetzt heutzutage man nicht mehr viel von sieht. Aber recht hast du. Recht habe ich. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Genauso wie Paul für seine Leistung. Er reist ständig um die Welt, liefert ab, ist fleißig am Trainieren, macht viel Content. Deswegen finde ich, beiden sollte man hier Respekt zollen. Definitiv. Alles gut. Paul, wie lange bist du jetzt vegan und warum hast du dich für die vegane Ernährung entschieden damals? Ich bin jetzt 2 Jahre vegan, 3 Jahre vegetarisch, also 3 Jahre kein Fleisch gegessen, weil nach meinem ersten Wettkampf, da waren die letzten 2-3 Wochen auch nur Reis, Hähnchen, Brokkoli, 800 Gramm am Tag. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr danach drauf und habe mir gesagt, okay, iss, worauf du Lust hast, erstmal Fleisch weglassen, wenn du Bock auf Fleisch hast, isst du Fleisch, wenn nicht, dann nicht. Und kam dann nicht mehr wirklich dazu. Ich glaube, im Februar habe ich den letzten großen Burger gegessen. Ansonsten ein bisschen Fisch, ein bisschen Milchprodukte und dann mit der Zeit immer wieder vegane Produkte ausprobiert, mal geswitcht, ein paar vegane Tage gehabt, ansonsten auch noch Eier gegessen. Und dann irgendwann kam halt der Sponsor und hat gesagt, okay, wir switchen jetzt alles auf vegan um. Und ich habe mir gesagt, okay, wieso versuche ich nicht gleich einfach vegan? Das Einzige, was ich da noch gegessen habe, das war so im, ich glaube, Oktober oder November 2020. Ja, müsste 20 gewesen sein. War eigentlich ein bisschen Quark und halt Whey. Dann habe ich einfach aufs vegane Protein geswitcht und habe Quark weggelassen. Und seitdem fühle ich mich super und habe mir einfach nur die Gedanken gehabt, wieso sollte ich ein Lebewesen dafür umbringen oder dafür züchten lassen, damit ich einfach ein bisschen Eiweiß reinkriege, wenn ich es auch anders hinbekomme. Ich kann mir gleich die Cola drehen, Alter. Heiko, du sagst ja, veganes Bodybuilding funktioniert nicht. Das hat man schon oft gehört. Da würde ich jetzt bitten, Paul, kannst du einmal kurz deinen Ärmel zeigen für die Kamera? Kannst du das? Du bist wahrscheinlich eben Tanktop drunter, oder? Ja, bin ich. Aber muss ich erstmal ausziehen. Aber ich will den Heiko kurz noch was fragen. Wenn du sagst, es funktioniert nicht, wie erklärst du dir dann das? Also der hat einen fetteren Arm als ich und ich bin zugeballert bis um ihn. Ja, von mir ist doch wie eine Piepe. Nee. Wie erklärst du dir dann sowas, wenn du sagst, es funktioniert nicht? Habe ich schon eingangs gesagt, es funktioniert für Paul. Das ist ein genetischer Index. Der wird immer einen dicken Arm haben irgendwie. Wird für keinen anderen funktionieren. Also spielt hier Genetik eine ganz große Rolle, denkst du? 100 Pro. Okay. Weil wie gesagt, von veganen Proteinen, die wird ja eh nur die Hälfte verwertet und davon scheidest du noch die Hälfte aus. Also hast du von 100 Gramm Eiweiß 25 zur Verfügung, dann hast du biologische Wertigkeit vom Kindergarten. Das funktioniert. Was sagst du dazu? Da habe ich mir letztens schon, ich bin ja nicht in diesem veganen Thema so drin. Stimmt das, was er da sagt, dass wenn du 100 also, Gramm man, Protein nimmst, werden nur 50 aufgenommen? Dass man seine Eiweiß wieder ausscheißt, habe ich noch nie gehört. Also vegane. Nee, der Körper kann es nicht verwerten. Du scheidest es wieder aus. Es ist, kannst du dich mal belesen. Ich hab da Studien drüber gelesen, ohne Scheiß. Okay. Also, oder die waren falsch. Also soweit ich informiert bin, sind Aminosäuren Aminosäuren. Egal, ob das aus Pflanzen... Dein Verdauungstrakt vom Magen angesehen, kannst nicht umsetzen. Deswegen scheidest du 50% so von allem wieder aus. Genauso wie mit oralen Steroiden. Was du oben reinschmeißt, davon nimmt der Körper nur 50% an, weil der Rest durch den Verdauungstrakt einfach so blank rausgeht, weil der Körper es nicht umsetzen kann. Ja. Und so ist das mit der Ernährung genauso. Also im Endeffekt, die Hälfte der Nahrung, die wir aufnehmen, scheißen wir einfach sinnlos wieder aus, weil der Körper die ganzen Nährstoffe gar nicht rausnehmen kann davon. Oder umsetzen kann, verwerten kann. Und bei, deswegen haben wir ja verschiedene Proteine, auch verschiedene biologische Wertigkeiten. Und deswegen sind die pflanzlichen Proteine ganz weit unten angesiedelt. Da geht es auch nicht um pflanzlich oder um tierisch, da geht es halt darum, dass natürlich eine Erbse ein anderes Aminosäurenprofil hat, hat weniger Leucin, vielleicht als Steak oder als Hühnchen. Aber worum es ja hauptsächlich geht, ist, dass du über den Tag verteilt, also du hast ja vorher schon gesagt, Fleisch brauchst du 5-8 Stunden, bis du das Eiweiß überhaupt aufgespalten hast, kannst du über den Tag verteilt, also über 2 Tage verteilt, verschiedene Eiweißquellen konsumieren. Bei dem einen hast du dann weniger Leucin drin, beim anderen hast du dafür die Aminosäure ein bisschen mehr drin. Und es geht ja sowieso eigentlich nur im Bodybuilding um die essentiellen Aminosäuren. Das sind 8 unterschiedliche. Oder ich glaube 9. Ja. 9, ja. Bin ich mir sicher. Und dass du die halt ausreichend nimmst, vor allem halt Leucin für Muskelproteinsynthese. Und egal, ob du die jetzt aus einem EAA-Pulver nimmst, was ja eigentlich vegan ist, oder
aus einem Whey-Shake oder aus einem veganen Shake oder aus einem Like Chicken oder aus einem Steak, das Eiweiß, was da drin ist, wird meines Erachtens nach gleich aufgenommen. Der Unterschied ist, dass du halt im Steak ein ähnlicheres Eiweißprofil hast als im eigenen Körper. Das heißt, natürlich kannst du mehr davon gut aufnehmen und für Muskelaufbau benutzen als aus einer Pflanze. Genau, und das ist zustande gekommen. Im Laufe der Evolution hat sich unser ganzer Verdauungstrakt, wir waren ja mal reine Pflanzenfresser gewesen irgendwann, ganz, ganz früher. Ja, wie das früher genau war, Tiere, also es gab sicher Zeiten, wo man Pflanzenfresser war, dann gab es Zeiten, wo man Fleischfresser war. Ne, da war unser Blinddarm, was jetzt nur noch so ein kleiner Fortsatz ist, der war viel größer ausgeprägt, weil wir nur mit pflanzlicher Nahrung zu tun hatten. Das hat sich alles zurückentwickelt, weil wir zu Fleischfressern geworden sind. Und deswegen kann der, oder das ist so einfach erklärt, warum der Körper viel mehr mit fleischlichen Proteinen, also mit Proteinen aus Fleisch, anfangen kann für den Muskelaufbau an sich, als mit diesen pflanzlichen Sachen. Ne? Worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, du hast ja zwei Wettkampfvorbereitungen gemacht, einmal als Veganer und einmal als Nicht-Veganer. Ja. Wo sahst du da die großen Unterschiede? Beziehungsweise hattest du überhaupt Unterschiede gespürt, gemerkt in der Zeit? Nicht-Vegan habe ich in den letzten Wochen vom Wettkampf 1800 Kalorien gegessen. Mhm. Vegan habe ich 2800 gegessen. Also 1000 Kalorien mehr. Und ich habe... Da könnte man ja in dem Fall direkt Raiko zustimmen, dass die Hälfte nicht aufgenommen wird. Eigentlich ja. Dass ich mehr essen muss, um mehr aufzunehmen. Oder du hast in der Saison mehr Muskulatur aufgebaut und konntest da dementsprechend mehr essen. Ja, also ich habe einfach... ich habe einfach gemerkt, die vegane Ernährung, ich kann deutlich mehr essen, ohne Fett aufzubauen und deutlich mehr essen, um Fett zu verlieren. Da muss ich auch mehr Volumen in den Mahlzeiten. Ja, also ich bin generell ein guter Esser. Ich hatte nie Probleme, große Mahlzeiten, also früher schon. Hast du hast ja einen ganz anderen Grundumsatz, du bist ja groß. Ja. Ich habe es mir antrainiert, große Mahlzeiten zu essen, aber heute habe ich keine Probleme, irgendwie Kalorien reinzubekommen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich das Essen gut verdaue, dass ich regelmäßig gut essen kann. Und in der Diät deutlich weniger Probleme mit Kalorien habe. Dass ich kein Cardio machen muss, dass ich 1 bis 2 Stunden trainiere, ein paar Schritte am Tag mache und dann trotzdem meine 3000 Kalorien essen kann und dann 20 Wochen Diät mache. Hast du Unterschiede gespürt, was deine Form anging oder Muskelqualität, so veganen Prep und nicht veganen Prep? Also im letzten Prep war die Muskelqualität und die Härte nochmal ein ganz anderes Level natürlich. Besser als nicht vegan. Ja, ob das jetzt an der veganen Ernährung liegt oder nicht, kann man sich drüber streiten. Ich war auf jeden Fall besser in Shape und deutlich definierter. Das, was wir bewertet haben? Genau. Das, was wir bewertet haben. Aber was man auch so sagen muss, dass ich gemerkt habe, dass natürlich als Natural Bodybuilder auf der Bühne perfekt prall zu kommen, ist nicht ganz so einfach. Weil du halt, ja. Na, vor allem auch trocken. Ja, genau. Das ist schwierig. Entweder trocken oder. Die kriegen ja fast alle das Wasser nicht raus. Weil selbst wenn du es auf natürliche Art und Weise entwässerst, hast du immer noch einen Film drin, einen Restfilm. Ne, den du dann halt als unterstützender Bodybuilder dann noch mit ausschleichen kannst mit Präparaten. Ja. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass mir die Diät vegan deutlich leichter gefallen ist. Wichtig ist ja im Endeffekt, dass du mit dem allen das für dich vereinbaren kannst, was du machst, selbst im Wettkampfsport, dass du Spaß dran hast im Endeffekt. Wie gesagt, wir reden trotzdem nach wie vor über zwei verschiedene Sportarten, was das angeht, aber es hat mir mal so ein bisschen Einblick gegeben, wie du die Sachen betrachtest. Weißt du, das war mir eigentlich immer wichtig, dass ich das mal verstehe, wieso du das so machst oder wieso du Sachen nicht machst. Ne? Dass ich es niemals so machen würde, das haben wir nur alle festgestellt. Okay. Also, okay. Ne, aber jeder Mensch ist verschieden. Ich bin ich, du bist du, du bist du. Sowieso. Und du machst das, was dich glücklich macht. Und deswegen, mein Segen hast du. Das hört sich hier fast jeder Satz nach einem Abschlussstatement von dir an. Was ich noch beim Thema Ernährung bleiben. Wie viele Kalorien isst du aktuell so? Du bist jetzt gerade, was machst du gerade auf? Jetzt bin ich gerade auf Diät. Auf Diät. Ja. Jetzt esse ich gerade 3,5, also für mich auch schon relativ niedrig, weil ich einfach jetzt in kurzer Zeit ein bisschen Gewicht abschöpfen möchte. Im Aufbau, wie sieht es da bei dir aus, das Maximale, was du gegessen hast? 5,5. Wie sah es bei dir damals aus? Hast du überhaupt Kalorien gezählt oder die errechnet oder naja, einfach gefressen? Überschlagen. Wie mal da auch, ja. Denkst, was hattest aber du drin im Off-Season? In der Off-Season hatte ich so bestimmt 8,000 plus so drin gehabt. Und dann immer wieder reduziert wahrscheinlich Kohlenhydrate und Fette gestrichen bis hin zum Wettkampf? Nee, gar nicht. Im Gegenteil, mit den Carbs bin ich richtig hochgefahren. In der Diät? Ja. Okay. Ich habe ja High-Carb-Diät gemacht. Und dann Fette reduziert? Fette komplett rausgenommen.
genau wie Natrium, was ja auch keiner versteht. Krass, aber das verstehe das auch überhaupt nicht. Ich finde, Salz braucht man zum Funktionieren. Ist ja, so. das hast du keine Krämpfe gehabt? Nee. Also du hast gar kein Salz, nichts gesalzen? Nee. Weil das Natrium, was ich in so einer freshen Hühnerbrust also drin ist, da ist ja auch Natrium. Ja. Das hat mir tatsächlich. Ach so, das hast du, ja klar, also nee, 100 Gramm hast du 2 Gramm Salz. Ne, und ich habe ja, ich hab knapp 3 Kilo Hühnerbrust gefressen am Tag, teilweise. Entspannt. Und davon dann natürlich ein paar so aus der Verpackung. Hähnchenaufschnitt meine ich. Ich habe die Hähnchen aufgeschnitten und rausgerissen. Nein, ich meinte jetzt, hast du normal rohes Fleisch? 3 Kilo oder war von dem rohen Fleisch nee, auch? Nee, sowas habe ich gar nicht gegessen. Okay. Weil da war mir zu viel gepökelt, da ist zu viel Salz drin gewesen. Das meinst du, weil das hat ja nachgebrochen. Nee. Nur das normale, was? Ganz normale Hühnchen, Reis, Bohnen. Ich hab ja meine Diät mit 1,5 Kilo Reis angefangen pro Tag. Rohgewogen, ja. Krass. Und ich glaube 2,8 Kilo Hähnchen waren es gewesen meistens so. Und dann bin ich mit dem Protein ein bisschen runtergegangen und habe den Reis dann so irgendwann bei einem Kilo eingependelt. Mhm. So zwischen 800 Gramm und 1000 Gramm. Ruhe, wir dürfen auch nicht vergessen, was hast du für einen Wettkampf gewicht? 120? Mehr. 125, 127. Du kannst das Volumen sonst nicht halten. Kann man nicht vergleichen. Kackst alles ab. Aber würde ich jedem Bodybuilder empfehlen, jungen Bodybuildern, High-Carb-Diäten, weil wenn du die Low-Carb-Diäten machst, du lutscht dir die Substanz. Ja, du wirst knüppelhart. Du bist auch ein Fan von High-Carb. Ich esse auch lieber mehr Kohlenhydrate als mehr Fett. Weil die sehen alle aus wie Streifenhörnchen, aber haben keine Muskeln mehr am Ende. Und das ist nicht der Look, den ich haben will. Glaubst du, Paul ist zu wenig? Oder meinst du, so wie er momentan aussieht, eigentlich nicht. Wie gesagt, Paul fehlt der Stoff und dem fehlt mal ein Steak. Weißt du Bescheid? Paul, wie viel Gramm Protein isst du aktuell am Tag? Gerade 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, also 220. 220. Also. Du meinst, das reicht aus für dich, für Muskelaufbau? Ja. Ich habe damals sogar, also wie ich Teenager war, habe ich mal gehört, so 1,6 Gramm reichen. Habe auch nur so 160, 170 Gramm Eiweiß gegessen damals. Und auch, also es hat funktioniert. Wie stehst du dazu? Wie gesagt, bei dir wahrscheinlich 4 Gramm pro Kilo Körpergewicht damals. Oder noch mehr, nur 3 Kilo. Ja. Ja. Wie gesagt, nach meiner Theorie verschwindet in die Hälfte. Und wenn ich meine 3 Gramm haben wollte, muss ich 6 Gramm fressen. Und natürlich hatte ich auch eine dementsprechend höhere Proteinsynthese, dadurch, dass ich gestofft habe halt. Und deswegen denke ich mal, dass ich bin mal Klaus hier, ja, Paul, dass Paul damit zurechtkommen würde, rein von der Proteinmenge, nicht von der Zusammensetzung her. Und wie gesagt, danke ihm Gott für die Genetik. Definitiv. Meinst du, wenn er mehr Eiweiß konsumieren würde, würde er auch nochmal Schub machen? Ja, es könnte passieren. Oder durch die vegane Ernährung macht er so wie es könnte passieren, wenn er jetzt als Netty zu viel Protein zu sich nimmt, dass er softiger wird, einen softigeren Look bekommt, also schwammiger wird. Und dem wirkt er ja entgegen, indem man es so in der Waage hält, so ein bisschen für sich. Hast du sicherlich auch eine Weile probiert, um zu sehen, wie hoch du gehen musst beim Protein. Und wie gesagt, als Nicht-Unterstützer, der kannst du halt nicht so viel Eiweiß fressen wie einer, der sich Zeugs reinhaut. Das funktioniert halt nicht. Ne? Das ist ganz klar, das kann man nicht machen. Ich hatte auch Zeiten, wo ich 3 Gramm gefressen habe und da war es jetzt nicht besser. Okay. Ja, Mensch, also zwischen 5 und 7 Gramm habe ich so weggeknallt. Das ist total. 7 Gramm, das ist krank. Aber ich sag, deine Verdauung. Wie viel Geld hast du für Essen? Das ist auch noch ein Punkt, ja. Aber Geld war damals nicht das Problem. Oder hattest du einen Hühnerstall? Ja, ich war ja im Milieu. Also mit Hühnerstall können wir was anderes machen. Aber hatte er. Andere Hühner hatte er. Ja. Nee, also Geld war für Essen eigentlich immer da. Das war mir noch wichtig. Fette Karre vor der Tür, so ludenmäßig halt. Der Kühlschrank musste voll sein, Stoff musste da sein, Miete muss bezahlt sein. Mehr brauche ich nicht. Scheißegal. Urlaub brauche ich nicht, brauche nichts. Ich will nur trainieren und wachsen. So, also ziemlich einfach gestrickt halt. Ne? Und die Einfachheit habe ich mir halt beibehalten. Bin vielleicht hier und da nur ein bisschen weiser geworden. Durch die Lebenserfahrung, die ich gesammelt habe, auch mit dem Sport, im Training, im Sport. Und deswegen ist der Kalle heute immer noch so, wie er ist. Wie sah deine Verdauung damals aus? 7 Gramm? Jetzt mal ohne Scheiß, wie oft warst du auf dem Pott am Tag? 5 Mal, schätze ich.
Das ist aber noch, also bei mir, ja, fünfmal ist Standard, oder? Ja, gut, wahrscheinlich waren die Haufen größer, genau. Aber so Verdauungsprobleme oder so einen Scheiß hattest du nicht? Nee, zum Anfang nicht, später kam das dann so. Gerade auch durch den Tablettenkonsum, dann hat der Magen auf einmal dicht gemacht, was du als junger Athlet meistens wegsteckst. Das, also der Verdauungstrakt, der verändert sich am Alter wirklich enorm. Also du nimmst auch jetzt mit High Carb, würde gar nicht mehr gehen. So ab 40, denke ich mal, musst du, oder kurz drunter, musst du anfangen, die Kohlenhydrate zu reduzieren, auch in den Diäten halt, weil dein Verdauungstrakt das alles nicht mehr so aufnimmt wie früher. Guck mal, früher hätte ich Burger laden können und alles, wäre so durchgeflutscht und hätte nur die Energie rausgenommen. So in den späteren Jahren hat er das Weißbrot, der hat es einfach nicht mehr losgelassen, er hat es drin behalten, ne? Du hast es nicht mehr abgeführt rechtzeitig. Deswegen stehen die dann noch manchmal noch zu der Wachswampe, noch mit so einer Unterbauchkiepe da, die Leute, weil einfach zu viel Schmutz drin liegt. Du wirst nicht mehr leer. Und ja, wie gesagt, also zum Anfang habe ich es wunderbar alles weggesteckt, konnte ich auch wie Müller immer fressen. Überleg mal, ein halbes Kilo Haferflocken, da sind manche eine Woche satt von, Alter. Das ging aber den ganzen Tag so weiter. Wie sieht bei dir die Ernährung aus? Hast du einen Unterschied gemerkt, als du zum Vegan rübergewechselt bist, was Verdauung angeht? Nicht Ernährung, sondern Verdauung. Wurde die besser? Manche sagen ja, man verdaut die Lebensmittel besser. Ja, also ich habe nicht so dieses Trägheitsgefühl nach dem Essen, aber grundsätzlich war meine Verdauung davor auch nicht schlecht. Okay. Also ich habe jetzt keinen kranken, signifikanten Unterschied gemerkt, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch nicht, 5-6 Mahlzeiten am Tag gegessen, sondern eigentlich immer 3, vielleicht mal 4 und habe das eigentlich immer gut verdaut. Was auf jeden Fall ein Unterschied ist, dass ich jahrelang kein Sodbrennen mehr hatte. Okay. Also keinen sauren Aufstoß hatte ich jetzt eigentlich, seit ich vegan bin, kein einziges Mal. Okay. Bleiben wir noch bei Thema Bäuche. Wir haben ja darüber gequatscht. Früher war es ja so die These. Die Leute haben gesagt, man nennt es HGH-Wachsbäuche. Aber mittlerweile weiß man, dass es nicht so ist, sondern dass es einfach durch den schweren Jungs in der Off-Season so ein hohes Pensum an Mahlzeiten haben und so ein hohes Volumen der Mahlzeiten, dass der Bauch quasi davon ausgedehnt wird. Wie stehst du dazu eigentlich? Naja, ist doch aber auch logisch. Wenn ich oben rein schaufle, muss das irgendwo hin. Aber man sieht ja dennoch ein Sixpack drauf. Also geht die Kiepe, ja. Naja gut, das ist das zirale Fett teilweise, was sich... Hat das mit Wachs nichts zu tun? Doch, auch, weil es wachsen ja auch die Organe mit zu der Muskulatur. Und dann hast du, wie gesagt, viele, also ich war auch so ein Kandidat, ich hatte viel zirales Fett drin gehabt. Also zwischen den Organen, das konnte man auch messen beim Gastrologen, der hat mir das gezeigt, die ganzen dunklen Flecken am Hinter. Alles Fett, weil ich hatte ja auch Bauchplatten, hatte aber so einen Kessel, kann man sagen, hier, das ist ja, ich renne rum wie eine Schwangere, hab aber, und dann hat er mir das erklärt halt, ne, und gezeigt, dass mein Fett sich zwischen den Organen ansammelt und in der Diät ist das halt verschwunden, deswegen ist dann auch die Mitte wieder dementsprechend, hat sich angepasst. Aber wenn man off-season ist, wie gesagt, erstmal dieses extrem Fressen, also deine Eingeweide sind ständig überladen. Dann wachsen die Organe mit. Meine Nieren, die sind, glaube ich, 50% größer geworden in der Zeit. Boah. Haben sich aber wieder zurückentwickelt. Okay, krass. Und so wächst ja alles mit. Deswegen sind wir auch so kurzatmig. Wie viel HGH wurde damals so konsumiert? Das war moderat. Heutzutage, wenn man so sich umhört, ist das immer, liegt das bei einer Dosierung zwischen, da ich weiß, da kannst du nicht mitreden. Keine Manche Ahnung. Unterstellen dir das trotzdem, aber man sagt so zwischen 4 und 8 Einheiten, in dem Spalt bewegt man sich. War das bei dir auch so oder war das deutlich mehr? Nee, das war in der Regel eigentlich auch so. Ich habe es dann mal eine Saison mal probiert. Mehr? Ja. Bisschen mehr? Ein bisschen, ja. Und ganz wenig. Okay. 10? 56. Am Tag? Ja. Und, okay. Was heißt Einheiten? Internationale Einheiten, das ist die Maßeinheit für Insulin und Wachstumshormone. Okay. Da gibt es ja nicht, wird nicht in Milligramm gemessen, weil es zu klein wäre. Ja. Wie bei Vitamin D3. Ja, okay. Ne? Und da habe ich mal, wie gesagt, über 6 Wochen... International Units quasi. Über 6 Wochen bin ich mal so ein extrem hohes Pensum gefahren. Ist ja auch schweineteuer, ne? Ja, damals. Ging's, hat man für eine Einheit 5 Mark oder Euro bezahlt. Gab's genug Hühner? Da gab's ja noch Humanes. Okay. Das was du da hören. Für eine Einheit 5, also hast du am Tag ja, 500 Euro. Nee. Ja, Mark. Ja doch.
500 Mark. 56 mal 5. 250, ne? Ja. Etwas, ja, 300 Mark. 300 Mark, ja. Knapp 300 Mark, ja. Aber wie gesagt, es war mal über 6 Wochen gewesen. Da habe ich das mal probiert. Ist das auch der Zeitraum? Im letzten Amateurjahr übrigens. Ach krass. Nicht nie in der Profizeit. War das auch das, die Zeit, wo dann deine Niere so sich verdoppelt hat? Nee, das hat sich alles, also auch meine Herztrennwand, die hat sich verstärkt, Herz ist steifer geworden. Aber ich habe es halt, wie gesagt, immer alles kontrollieren lassen, dass da nichts passieren kann. Weil ich war eigentlich nur bei Ärzten in meiner Freizeit, um alles zu checken. Weil ich wollte doch nichts dem Zufall überlassen. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Ne? Und ja, wie gesagt, irgendwann war die Herztrennwand vierfach so dick wie normal. Und das Herz ist aber ein Muskel, der sich auch wieder zurückbildet, wie die anderen Muskulatur, wurde mir dann auch gesagt. Wenn du absetzt später, wird sich das wieder so anpassen, normalisieren. Dann hatte ich natürlich großes Glück gehabt, weil ich es von deiner Frage habe, aber ich hatte ein Loch oder einen Kanal in der Trennwand gehabt, was ich in meinem Fall, war ein Geburtsfehler, was sich in meinem Fall positiv ausgewirkt hat. Dadurch hatte ich einen hohen Blutaustausch zwischen den Herzkammern. Das stimmt, das weiß ich auch. Und deswegen habe ich nämlich auch nie so extrem hohen Blutdruck gehabt, was bei den Dosierungen eigentlich normalerweise üblich gewesen wäre, die ich manchmal gefahren habe. Du kümmerst dich ja auch um deine Gesundheit, machst auch wenn es sehr geheimnisvoll ist, auch regelmäßig Blutbilder, vor allem nach der Prep oder vor der Prep, weiß ich noch. Hast du einen Unterschied gemerkt, was deine Werte angeht, als du deine Ernährung umgestellt hast zum Veganen? Gab es da eine Verbesserung oder ist... Also bei mir ist da ohne viel Schnickschnack eigentlich alles in Ordnung. Okay. Also ich hatte sogar zu viel B12, was eigentlich so das Mangelsupplement ist bei Veganern. Ja. Vitamin D ist bei mir auch sogar überdosiert gewesen. Also ich habe eigentlich... Ja, D war mit mir auch jetzt auf dem letzten. Obwohl ich nur D3 und K2 genommen habe. Also da... Keine Ahnung. Ja. Ich bin auch in der Sonne gewesen. Wahrscheinlich. Ja, nicht, würde ich sagen. Außer du, weil die Woche war das. Du bildest von davor. Ja. Aber um deine Frage zu beantworten, in der Regel waren es in der Off-Season bei mir 1 bis 2 Einheiten als Profi. Tatsächlich nur. Und dann gibt es so eine schöne Faustregel. 0,7 Einheiten pro 10 Kilo Körpergewicht. Okay. Also war ich dann so zwischen 8 und 11 Einheiten so ungefähr. Das sind übrigens alle Sachen, die ich nicht empfehle nachzumachen. Sowieso nicht. Wir distanzieren uns, sage ich immer wieder auf meinem Kanal, von Medikamenten. Das ist keine Anleitung. Das habe ich für mich entschieden, dass ich es mache. Für mich war es okay. Und ich will da keine Vorbild- oder Negativ-Vorbildwirkung machen, wenn ich solche Sachen sage. Ich sage einfach nur, was ich gemacht habe, um transparent für euch zu sein. Es ist nichts zum Nachmachen, definitiv nicht. Weil jeder Körper reagiert anders. Ich bin eh unkaputtbar. Also von daher... Terminator Heiko. Also King Kalle hat da Sachen gemacht, die sollt ihr nicht nachmachen. Bitte, bitte. Das ist jetzt auch nicht so rein. Risiken und Nebenwirkungen sprechen Sie mit der Arzt oder mit Heiko Klepper. Genau, das kriegt ihr genauso gut an der Pfanne wie ich. Und das wir hören richtig. Sowieso damit. Also ich sage das immer wieder, auch wenn wir viel darüber reden. Naja, ist auch, ich will auch keine Empfehlung rausgeben oder genau, Anleitung. Genau, wir haben eine Sorgfaltspflicht, wenn wir so Videos machen. Ja. Und deswegen muss man das ganz klipp und klar sagen. Ich rate auch grundsätzlich jeden davon ab. Ja. Ist mir genauso rate ich von vegan ab. Aber ja. Ich denke, wir konnten jetzt einige Themen klären, endlich. Dennoch bleiben die Sichtweisen bei dem einen oder anderen wahrscheinlich gleich, was ja auch nicht schlimm ist. Ich wollte, wie gesagt, hier niemanden zwingen, dass er auf einmal zum Veganer wird oder zum Stoffer wird. Das war nicht meine Absicht mit diesem Video. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr gekommen seid auf dieses Gespräch. Wir haben uns hier extra in Berlin getroffen. Du kommst aus Wien, du aus Hamburg, ich aus NRW, aus Wuppertal. Neutraler Boden. Dennoch haben wir uns hier genau auf neutralem Boden versammelt und konnten für euch dieses Video abdrehen. Ich denke auch, da noch weitere Fragen offen sind, also ich habe noch sehr viele Fragen offen, die ich euch stellen würde, könnten wir uns in naher Zukunft, denke ich mal, nochmal zusammenfinden, zusammensetzen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr vor allem auch Lust habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ganz wichtig, Freunde, bleibt bitte in den Kommentaren respektvoll Heiko gegenüber. Ich denke, ihr könnt ihn jetzt auch besser verstehen, aber auch genauso den Paul. Ich möchte mich nochmal bedanken, dass ihr gekommen seid. Also, bleibt respektvoll, abonniert den Kanal für weitere Videos, schaut auf jeden Fall auch bei Heiko vorbei und bei Paul Unterleitner für guten Fitness- und Hardcore-Bodybuilding-Content. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.